excellent lap. We're really pleased. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Schumacher, Vettel und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Wir melden uns heute wieder einmal aus dem Mekka des britischen Motorsports und dem Geburtsort der Formel-1-Weltmeisterschaft. Es ist Renntag in Silverstone und Zeit für den großen Preis von Großbritannien. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hunger Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär noch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Schumacher steht auf der Pole Position und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas und Albon, Ricciardo, Norris, Perez und Lance Stroll. Sainz, Gasly, Kevin Magnussen und Kvyat, Ocon, Giovinazzi, Romain Grosjean und George Russell, Raikkonen und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. What we like to see at the start. Well done. Thank you.
Good job. That was the fastest lap of the race so far. Spare energy, use your overtake button. Strategy is available on the MFD. A teammate behind is 1.6 seconds. That
left Sebastian behind? Okay, the gap behind is 1.6 seconds. They're on old softs. Their tires are 5 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 32.1. Approaching the pit window, you'll be on the softs. Sebastian's in for his stop. Box, box, we're coming in this lap.
Exit. Exit now. Stop. No more scheduled pit stops. Charge is high. Let's use that overtake button more. We have 5 laps of fuel remaining. Teammate by 4.9 seconds. The fastest lap of the race. Keep this up. Two laps of fuel left. This is your final lap of the race.
worked hard for that one. Congratulations. Ich muss schon sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Hier kommen unsere Sieger, ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Schumacher vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.